Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Commentary. Und natürlich bin ich wieder nicht alleine, und denn wir quatschen zu zweit. Und bei mir ist heute Ironia LP. Hallo. Hi, hi. Und wir haben heute ein total tolles Thema. Heute unser Thema ist nämlich Zockerkinder. Nun werd doch mal erwachsen. Erwachsene am PC daddeln. Und da möchte ich mit Ironia eine Runde drüber quatschen. Genau. Und ich fange auch gleich mal mit einer Frage an. Wie sieht denn das so dein privates Umfeld, die Zockerei? Was kriegst denn du da so für Feedback von den Leuten? Also ich krieg da immer so zu hören, gehst du nicht auch mal raus und so? Oder machst du nicht auch mal was anderes außer zocken? Und aber es gibt auch viele dabei, die sind halt ganz locker, die sagen, oh ja, ich bin auch immer am Zocken. Ja, aber ich glaube, also ich habe so, ich meine, ich gehöre ja jetzt schon zu den etwas Älteren, ne? Und mit, weiß ich nicht, ich bin ja schon 36 mittlerweile. Mit 36 ist das schon eher ein ungewöhnliches Thema, weil da so dieses Haus, Hund, Ehe, Kind und Garten-Thema irgendwie anscheinend mehr ansteht, ne? Ja. Und wenn ich das so, ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich meiner besten Freundin, die wollte irgendwas unternehmen oder keine Ahnung. Ich hatte aber Raid an dem Abend. Hier sprich MMO-Gedöns-Zeug halt, ne? Und sie sagt, ey, wollen wir nicht und bla. Und ich sag, du, Alex, tut mir echt leid, aber ich habe keine Zeit. Ich bin zum Raid verabredet. Und die zockt gar nicht, muss man dazu sagen. Und dann sagt sie, Raid, was ist das denn? Ich sag, wir sitzen halt mit mehreren an unterschiedlichen PCs überall verteilt und zocken zusammen, und die konnte da überhaupt gar kein Verständnis für aufbringen. Die fand das total bescheuert, wie man sowas machen kann. Ja, das ist so bescheuert, sowas. Na, aber ich glaube, das ist in... Also ich habe den Eindruck, dass das in Europa nochmal anders aussieht, wie zum Beispiel in Asien oder so. Ja, ist auch so. Wobei man ja dazu sagen muss, in Asien gibt es ja sozusagen richtige Banden. Jetzt mal sage ich mir mal, um da ein Beispiel rauszufiltern, bei World of Warcraft ist es immer noch ganz groß. Die werden im Prinzip, da werden jüngere Leute rangelockt, die dann eben halt mit mehreren dieses Spiel spielen und werden dann auch irgendwie erpresst von den Leuten, die das Ganze leiten. Und die Erpresser verdienen damit eben halt richtig, richtig viel Kohle. Das sind dann diese China-Farmer, wie man die auch ja, nennt. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, das ist im MMO-Sektor sowieso breit verbreitet. Also WoW natürlich, klar, weil es einfach ein großes Spiel ist. Das gibt es ja in anderen Spielen. Aber ja, genauso, ne? Also, dass du da so diese China-Farmer hast. Ich glaube auch, dass Computerspielen tatsächlich einen gewissen Suchtfaktor mit sich bringen. Gerade diese MMORPGs. Ja, definitiv. Also sehe ich genauso. Diese MMOs, die bringen wirklich einen sehr, sehr hohen Suchtfaktor, weil wenn man einmal angefangen hat, dann sieht man nur, oh komm, das kannst du noch machen und das kannst du noch machen, dann sind wir schnell 15, 16 Stunden vorbei, so ungefähr. Ja, also das ist auch, ich glaube, das hast du da einfach, weil du immer so dieses, das ist einfach so ein Endlosspiel, ne? Das kannst du halt immer weiter und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste und du wirst ja nicht fertig. Und ich glaube, du hast da auch, also je nachdem, mit was für Leuten du zusammenzockst, einen gewissen Gruppenzwang. Ja, richtig. Dahinter. Na, also da, also ich sehe das bei uns, ich meine, ich bin ja nur auch so eine MMORPG-Spielerin und da merkt man einfach, also wenn jetzt neue Leute bei uns in die Gilde kommen, die vom Spielverlauf noch nicht so weit sind wie wir, die wir ja schon seit der Closed Beta zocken, und die möchten natürlich gerne dann mit uns zusammenspielen, was aber ja noch nicht geht. Ne? Also die müssen erst ein bisschen weiter, also man kann schon zusammen spielen, aber halt nicht, ne, alles. Das richtig geht halt nicht. Und dann siehst du das wirklich ganz oft, da war auch ein Kumpel, der hat dann damit neu angefangen, der hat innerhalb von kürzester Zeit so viele Stunden durchgesuchtet. Ne, also wir haben keinen Druck ausgeübt oder so, ne? Weil, ja Gott, wenn er dann ein Jahr da braucht, bis er da soweit ist und alles durchgespielt hat, dass man dann den Endcontent machen kann, dann ist es so, ist ja wurscht. Ja. Aber der hat da dann wirklich durchgesuchtet. Also ich glaube echt, MMORPGs sind da echt, ja, schon, ja, okay. Obwohl Erwachsene gibt es relativ viele, ne? Also ich habe da irgendwie eine Studie gelesen vor kurzem. Ja.
Und da ist es irgendwie die 18- bis 29-Jährigen, da sind irgendwie 81% ist dabei rausgekommen, ne? Dass die Boah. am PC zocken. Das finde ich schon ganz schön viel. Das stimmt. Und Ja, aber gerade so witzigerweise bei Männer. MMOs, Ja. das ist normal. Aber was mich total gewundert hat, ist, dass in dieser Studie ist rausgekommen, dass Männer sind irgendwie 55% aller Männer spielen Computerspiele, ne? Und jetzt pass auf, was schätzt du, wie hoch ist denn der bei Frauen, der Prozentwert? Boah, weiß ich nicht, ich schätze mal so 30, 40. Nee, das sind auch 50%. Boah, was? Ja. Krass. Und dann frage ich mich, wo sind die Frauen alle, ne? Ich finde sie nie. Dann frage ich mich auch so, weil meistens so, das ist so meine Erfahrung, wenn ich irgendwelche MMOs oder sowas spiele und lerne dann welche neuen Leute, sag ich mir mal, zum Zocken kennen, irgendwie über diese MMOs, ich habe da immer nur Männer kennengelernt. Da war mal ganz selten, dass ich mal eine Frau dazwischen hatte. Ja, das ist bei mir auch nicht anders. Ich spiele ja nun da aktiv, leite da die Gilde und so, und ich bin die einzige aktiv spielende Frau im Endcontent. Es gibt Frauen schon, die das spielen, aber die haben eine andere Spielart, ne? Ich meine, klar, bei dieser Studie ist irgendwie schon rausgekommen, Frauen spielen lieber irgendwelche Spiele so für zwischendurch. Deswegen soll die Wii auch zum Beispiel so viel Erfolg gehabt haben, weil das für Frauen anscheinend ein ansprechendes Spielprinzip ist, ja? Ja. Ja, aber Frauen daddeln. Also das ändert sich tatsächlich. Nur, wie gesagt, wenn man erwachsen ist, ich weiß nicht, also für mich ist das echt so ein ganz normales Hobby irgendwie, aber man wird halt auch von einigen echt schief angeguckt, wenn man das als Hobby aufzählt. Das ist richtig. Das stimmt. Da wird man echt schräg angeguckt. Das ist ja komisch eigentlich. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, denn Computerspielen ist ja eigentlich, ist das ja eine coole Sache, ne? Also, ich Ja, meine, klar. wenn du die richtigen Spiele spielst, natürlich gibt es auch viel Schund, ne? Ist ja klar. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, gibt es da schon echt richtig coole Sachen eigentlich am PC. Also ja, nicht nur PC, ja auch Konsolen und so, ne? Wie Ja, ist. obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich spiele lieber PC, weil, ja, ich sitze lieber vorm Rechner. Ich meine, klar, ich habe auch Konsolen hier. Das ist echt mal ganz schön, mal für abends. Wenn du auf dem Sofa sitzt oder sowas, dann ist das angenehmer. Ja, das stimmt. Also das, wir haben ja auch hier PlayStation-Gedöns, Zeug rumfliegen und so, und ich spiele das meiste echt am PC, aber das gibt so Sachen. Ich meine, das gibt ja halt einfach auch diese Konsolen-Only-Spiele. Ja. Was willst du machen? Ja, The Last of Us kann ich halt nicht am PC spielen. Nee. Das geht halt nur an der Konsole. Und ja, da wird die Konsole dann für rausgekramt. Aber die, also die ist echt hauptsächlich aus. Also ja, das ist bei uns auch so. Und witzigerweise, bei uns zu Hause ist es so, also ich würde sagen, ich und mein Mann zocken mehr am PC wie unsere Tochter. Okay. Spielt sehr wenig, tatsächlich. Also die setzt sich mal ein Wochenende hin und zockt dann irgendwie Sims oder was, ne? Oder keine Ahnung, was hat sie. Gestern hat sie irgendwie eine Stunde Garfield Kart gespielt oder so, aber im Großen und Ganzen zockt die zum Beispiel relativ wenig. So, ich weiß nicht, wie das bei der Jugend so allgemein aussieht. Ich habe da nicht so den Überblick. Boah, Aber das ist eine gute Frage, weil da stellt sich mir ja gerade die Frage, ich meine, ihr habt da keine Zahlen also bei dem Kopf, aber wie viele Leute spielen überhaupt noch am PC und an den Konsolen? Das wäre eigentlich mal ein interessanter Vergleich, den zu ziehen. Weil es könnte wirklich gut möglich sein, weil die Konsolen in der heutigen Zeit verkaufen sich ja recht gut. Da ja. ist ja sich die Frage zu stellen, geht die heutige Jugendgeneration mehr auf die Konsolen Das als kann auf schon den sein. PC? Also bei Erwachsenen ist es so, das stand in der Studie halt auch drin, irgendwie die meisten Erwachsenenspieler bevorzugen den PC. Das waren irgendwie 73% aller Spieler, ne? Und das ist ja, ne, PC ist ja auch, da gibt es einfach auch so ziemlich alles. Spielekonsole spielen aber immer noch 53% und der Knaller ist, am Handy spielen immer noch 35%. Da frage ich mich, was die am Handy spielen, ne? Also wir haben ja auch ein Tablet hier rumfliegen, aber du sei mir mal nicht böse. Ich habe da noch nichts gefunden, wo ich sage, das brauche ich jetzt. Also Also. ich, ja doch, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da ein Spiel, weil ich da sogar zwei, die ich auf dem Tablet regelmäßig spiele, aber auch nur abends, um da die Sachen abzufarmen. Das ist einmal Dragonville, da musst du so Drachen züchten Ja. und das andere ist Theme Park für Android, das ist auch nicht schlecht.
Okay, weil ich habe da so noch gar nichts irgendwie. Ich weiß, natürlich daddel ich mal Doodle Jump oder Angry Birds oder so, Kenn ich, ne? kenne ich. Aber ja, nicht. Das ist dann halt wirklich eher so nebenbei daddeln, ne? Also ist ja kein richtiges. Ja, das ist für mich kein richtiges Zocken irgendwie, keine Ahnung. Oh, da Nee, hat mir für mich auch gestern nicht. einer was Cooles geschrieben. Also, das war auch so der Knaller. Da ging es dann auch irgendwie so um Männer und Frauen und Zockerei und so, ne? Wir haben so ein bisschen PNs hin und her geschickt. Und der sagte dann, ja, er hat das schon mal bei einer anderen Let's Playerin in den Kommentaren gelesen. Und jetzt pass auf, halte dich fest, ne? Ja, ich gebe dir jetzt hier einen Daumen runter. Na? Weil du weiblich bist und Frauen sollen doch lieber Sims oder so zocken. Ja. Habe ich gedacht, okay. Das denke ich mir gerade auch so. Fand ich schon krass. Ja, ich weiß nicht, wie es bei der Jugend, wie gesagt, ich weiß nicht, wie da so der Anteil zwischen Mädchen und Jungs ist, ne? Ob das da sich irgendwie, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass da auch Jungs mehr zocken wie Mädels, habe ich jedenfalls so den Eindruck. Aber ja, darf ich als weibliche Person, muss ich da nur Rapunzel spielen? Darf ich nicht auch irgendwie einen Shooter zocken? Das finde ich schon echt ein bisschen merkwürdig. Also ist ja Ist ja komisch. totaler Schwachsinn. Also für mich kann eine Frau genauso gut Shooter zocken wie, weiß ich nicht, wie was anderes. Weißt du, das spielt bei mir da echt keine Rolle. Es gibt auch Frauen, die sind besser in Shooter wie Männer. Das ist nun mal Ja, so. natürlich. Also ich weiß auch nicht. Ich sag, auch mit Erwachsenen und Kindern. Ich meine, das ist natürlich schon was ich. Das siehst du so, wenn du so dich in der Let's Player-Szene umguckst, hast du hauptsächlich jüngere Leute natürlich, die das machen, ne? Also und es gibt halt auch ganz viele ganz junge Menschen, die das machen. Also ich denke, da ist die Tendenz geht da schon tatsächlich eher zu den Jüngeren. Aber wenn du dir die Großen anguckst, und das finde ich dann wieder interessant, die sind alle schon ein bisschen älter. Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn du so, weiß nicht, Gronkh ist halt auch keine 15 mehr, ne? Der ist auch Nee, schon ein entschuldige. bisschen was älter unterwegs, ne? Und bei Sarazar weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Keine Ahnung. Das Der kann ich nicht. ist in dem Jahrgang, meine ich, wie der Gronkh, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, groß nehmen wird sich das wahrscheinlich nichts, das denke ich auch, ne? Oder Hannibal oder so. Also ich weiß auch nicht, die ist halt auch, die ist ja keine 16 mehr, ne? Die ist ja nur Nee. auch schon erwachsen. Und ja, finde ich schon interessant. Also, dass diejenigen, die da dann wirklich, also erfolgreich, wie immer man Erfolg definieren möchte, ja, oder Das ist bekannt wichtig. sind, ne, das sind alles doch ältere Leute und die jüngeren Leute bleiben da oftmals auf der Strecke. Meinst du, dass junge Zocker andere Spiele spielen wie Erwachsene? Ja, würde ich schon sagen. Also, ich denke mal, jüngere Zocker, die gehen dann eher so, sag ich mir mal, auf richtig auf Shooter und alles. Ja, aber Wobei ein warum? Warum? Erwachsener, denke ich mal, mehr so, sag ich mir mal, Spiele spielt, die einfach mehr Grips erfordern, so welche Rätselspiele oder sowas, weil die jüngeren Jüngeren Zuschauer Zuschauer ist ist klar, klar. die wollen Gewalt in der heutigen Zeit, das ist so. Meinst du echt, dass das deswegen so ist? Aber dann wundert mich das ja. Also wenn nehmen wir jetzt hier mal, weiß ich nicht, Battlefield oder COD, ne? Das sind ja die Shooter, die wohl am meisten gezockt werden, habe ich so das Gefühl. Und die sind ja ab 18, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich müsste nachgucken, ich weiß es nicht genau. Ja, die sind ab Na, 18. aber ich, ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass die ab 18 sind. Und meinst du, der Reiz liegt bei den Jüngeren dann daran, dass die ab 18 sind? Oder ist es hochgehypt worden, dass die sagen, oh, das ist so cool, weil, keine Ahnung, viel Werbung lief, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, wirklich, das liegt tatsächlich, glaube ich, daran, dass dieser Reiz besteht, weil es erst ab 18 ist. Und machen wir Machen wir uns mal uns mal. nichts vor, die Spiele sich zu beschaffen, das ist nicht schwer. Das gibt Steam, da brauchst du nur ein falsches Geburtsdatum anzugeben und dann kriegst du die Spiele. Ja, natürlich, klar. Also das war ja noch nie ein großes Problem, irgendwelche Spiele Nee. zu besorgen, die dann vielleicht FSK irgendwas sind. Ne? Ich denke, das ist schon so. Das ist wohl wahr. Aber ich habe, wenn man so Erwachsene guckt. Ich meine, die spielen ja nur auch COD und KKG, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ob
ob Erwachsene da wirklich dann anders spielen. Also ich denke, dass du schon recht hast, dass die mehr was spielen, wo einfach eine Story dahinter ist, ne? Genau. Also das denke ich auch, dass da ganz viele Erwachsene Zocker echt Wert drauf legen, dass du da eine einigermaßen coole Story hast. Das, ja, aber das lässt bei den Spielen ja auch immer mehr nach. Leider Gottes. Das ist ja. Ja, oder Minecraft. Ich glaube, das begeistert tatsächlich von ganz jung bis ganz alt alle. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also Minecraft ist ja wirklich schon eine Sache, das begeistert wirklich, ob jung oder alt das ist. In dem Falle spielt das keine Rolle. Weil da. Der Reiz bei Minecraft ist einfach, du kannst erstmal deiner Fantasie freien Lauf lassen und es gibt keine Grenzen in Minecraft. Und wenn du irgendwann mal an eine Grenze stößt, dann gibt es immer noch genug Mods, die du einbauen kannst, dass du wieder, wer weiß was, wie viele Gegenstände dazu bekommst. Ja, das ist wohl so. Aber glaubst du, dass du, also so für dich, wenn du dich anguckst, glaubst du, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo du sagst, oh nee, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr zu zocken und du lässt es? Das ist eine gute Frage. Also das kann ich gar nicht so beantworten, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich bin kein Hellseher und deswegen würde ich da eher sagen, nö, weiß ich nicht. Das wird sich ergeben im Alter, weil man ändert sich ja auch irgendwann mal. Ja, also weil ich, also wenn ich so von mir ausgehe, wenn ich mir so meine Zockerei angucke, hat sich das schon verändert, ne? Also ich bin ja auch durchgegangen von. Keine Ahnung, damals auf dem, weiß nicht, mit Windows 3.1 und so, ne, was dann damals gespielt hat. So, und dann hat sich das so immer durchgezogen. Dann habe ich eine Zeit lang, als unsere Tochter klein war, überhaupt nicht gezockt, weil ich gar keine Zeit hatte, ne, mit einem kleinen Kind hast du dafür einfach keine Zeit, da ewig rumzudaddeln. Das ist dann einfach weggeblieben. Also, oder so gut wie gar nicht, weil wenn du einmal im Monat irgendwas gespielt hast, dann war es viel. Dann kam eine Phase, als unsere Tochter flügge geworden ist, habe ich MMOs angefangen. Da bin ich ja total drin versackt in den MMOs. Ich habe ja Stunden um Stunden da drin verbracht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich spiele schon noch relativ viel. Also das ist schon so, weil ich spiele halt abends lieber 2 Stunden irgendwas, statt Fernsehen zu gucken oder so. Aber es ist wesentlich weniger wie noch vor 5 Jahren zum Beispiel. Also ja, das ändert sich schon tatsächlich. Also den Eindruck habe ich bei mir schon, dass ich auch andere Spiele spiele mittlerweile. Also dass das einfach ein bisschen sich verändert hat, das Spielverhalten. Ganz weg ist es nicht. Ich glaube, das wird bei mir auch nicht mehr ganz weggehen. Dazu zocke ich einfach zu gerne. Ja, das ist bei mir aber auch so. Das Spielverhalten hat sich doch stark geändert bei mir, weil ich habe früher mehr so Rollenspiele und sowas gespielt, so Final Fantasy, Kingdom Hearts und sowas. Und jetzt spiele ich tatsächlich mehr so, ja weiß ich nicht, so MMOs, Ballerspiele, Aufbauspiele, Strategiespiele, das hätte ich früher nicht gespielt. Ja, das ist komischerweise, also wenn ich das bei meinem Mann angucke, wo du gerade Strategiespiele sagst, ne? Der hat sein Zockerverhalten zum Beispiel überhaupt nicht verändert. Ich meine, ich bin jetzt ja nun auch schon lang genug mit ihm zusammen und der hat schon immer gerne so Managerspiele gespielt, ne? Hier Anstoß oder so, ne? Also solche Sachen. Oder Vermeer damals, Sim Tower, Sim City und so weiter. Dann hat er auch Shooter natürlich, die er zockt, ne? Also das auch, obwohl das wieder nachgelassen hat. Aber den Simulationen zum Beispiel ist er immer treu geblieben. Das spielt er immer noch gerne. Okay, der kann zum Beispiel mit so MMOs überhaupt nichts anfangen, weil wenn ich davor sitze und hier irgendwas mache, am MMO zocken bin, dann sagt er immer, wie kannst du das spielen? Das wäre mir viel zu doof. Der kann damit nichts werden, der wird damit nicht warm mit solchen Spielen. Ja, da gibt da Leute, die werden einfach nicht mit warm. Ist einfach so. Ja, das denke ich auch. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie sich das denn entwickelt, ob wir das in Europa denn irgendwie dann mal haben, so in, weiß ich nicht, 20 Jahren vielleicht, wir sind ja hier immer ein bisschen langsamer, dass man das als normales Hobby eigentlich auch sehen kann, das Computerspielen. Im Moment ist das ja einfach noch so ein bisschen verpönt. Ich meine, man braucht sich ja nur die Berichterstattung auf RTL zur Gamescom angucken, ne? Ja, wollen wir nicht drüber reden. Ja, ne? Also Gamer, erwachsene Gamer werden immer dargestellt wie die absoluten Nerds, ne? Das stimmt. Ja, aber ich glaube, das wird sich wirklich noch ändern, dass es wirklich so ist, dass es
als ganz normales Hobby anerkannt wird. Irgendwann ist das soweit. Ja, also ich denke auch. Also ich weiß, dass das in den Staaten schon so ist. Da ist es einfach, weißt du, also Ja. so zocken, da ist es normales Hobby. In Asien ist es auch so. Aber Europa, da ist es ist einfach verpönt. Na, also ich meine, wenn du, ich sage ja, da brauchst du wirklich nur die Gamescom-Erstattung angucken im Fernsehen, wo du dann denkst, ey Jan, nicht jeder, der zockt, ja, lebt irgendwie isoliert in irgendeinem dunklen Keller und isst nur Pizza, Chips und Cola. Ja, also das stimmt ja nicht. Aber das ist das Bild, was so vermittelt wird von Erwachsenen, die Computerspiele spielen. Ja, das stimmt. Traurig eigentlich. Ja. Das ist, Ja, wenn es nach denen geht, dann haben Zocker ja auch alles abgedunkelt, haben die Licht an und wenn sie ins Licht gehen, dann verbrennen sie so ungefähr. Ja, ist das nicht so? Ich dachte, das ist so. Das Fernsehen lügt doch nicht. Ja, das ist schon echt der Hammer, ey. Also, das finde ich auch schon richtig, richtig extrem, was da so teilweise für Gerüchte kursieren. Ja. Das, ja, Erwachsene. Sie müssen halt erwachsen werden, ne? Und ganz, ja, müssen sich halt dementsprechend verhalten. Da gehört Computerspielen dann irgendwie nicht dazu. Ich habe Ja. dazu ich gucke ja immer, bevor ich dann so ein Commentary aufnehme, ich habe da im Internet natürlich ein bisschen zu gegoogelt und habe da tatsächlich in einem Forum, ja, so Beiträge gefunden, wo dann zum Beispiel welche geschrieben haben, ja, ich finde, bevor ich zocke, das ist doch totale Waste of Time, Zeitverschwendung, da lese ich lieber ein gutes Buch. Oder solche Sachen wie, keine Ahnung, ja, ein Kumpel von mir, der ist schon 42 und spielt immer noch, der soll mal erwachsen werden. Und dann, also, ja, Okay. Ja, um auf die Frage zurückzukommen oder auf diese, ja, diese Diskussion, sag ich mir mal, die da entstanden ist. Ja, ich lese auch Bücher. Nur bei mir sind es dann Bücher über angewandte Informatik oder sowas. Weißt du, das kommt ja bei mir dazu. Ich lese ja auch, so ist nicht. Und ich lese dann auch so Fantasy-Romane, weißt du, Games of Thrones zum Beispiel oder Mag ich solche sie auch. Sachen, ne? Und das eine schließt doch das andere nicht aus, ne? Nee. Also ich weiß auch nicht. Also das finde ich schon ein bisschen mysteriös. Das is ist es auch. Also, wir sind auch nur normale Menschen. Klar, wir zocken, aber was ist denn da so unterschiedlich dran? Ja, das ist ja. Ja, jetzt dürfen natürlich hier unsere Zuschauer gerne mal in die Kommentare runterschreiben, was die so für Erfahrungen gemacht haben mit dem Hobby Zocken. Sagt ihr den Bekanntenkreis, Eltern, Geschwistern, Freunden, dass ihr zockt und wie viel ihr zockt, ja? Oder behaltet ihr das lieber für euch und wie kommt es so im Großen und Ganzen im Umfeld an? Was habt denn ihr so für einen Eindruck, wie sich Erwachsene und Computerspielen, wie das in der Gesellschaft so gesehen wird und glaubt ihr, dass sich euer Zockverhalten irgendwann mal ändert? Das wäre ganz interessant zu wissen. Schreibt es mal unten bitte rein in die Kommentare. Ja, würde mich auch mal interessieren. Dann haben wir da bestimmt eine tolle Diskussion. Ja. Und jetzt danke ich dem Ironia dafür, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, mit mir eine Runde zu quatschen. Ach, kein Problem, habe ich gerne gemacht, sehr gerne sogar. Das freut mich. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Commentary. Ciao, ciao. Tschüss.